Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Quest. Ich habe offscreen die beiden letzten Level hier schon mal gemacht, dass sich das Ganze nicht so zieht. Das heißt, wir können direkt in zwei Bosskämpfe. Trotzdem würde ich gerne zuerst in die Basis, weil unser Essen fertig ist. Außerdem können wir Achievements abholen. Es gibt also viel zu tun für uns. Ich würde tatsächlich vorschlagen, wir holen uns zuerst die Achievements ab, schauen, dass es hier für uns gibt. Ein paar Nebenquests. Mit tatsächlich einigen Gutscheinen. Das finde ich sehr angenehm, dass man die Gutscheine auch so kriegt und nicht nur dadurch, dass man sie sich kauft. Aber das, ups ja, das nicht. Das war ja bei Nintendo schon immer so, auch bei Animal Crossing Pocket Camp. Gab's da überhaupt irgendwelche Pay-Möglichkeiten? Auf jeden Fall bei Cappador Jump, das weiß ich. Dass man da auch sehr gut die kaufbaren Sachen gekriegt hat, wenn man einfach nur aktiv gespielt hat. So, welches Pokémon wird angelockt? Was ist das? Ist das ein Kikli? Ja, tatsächlich! Mit Kikli angefreundet, Level 13, Kampf-Pokémon. Ist vielleicht gar nicht so unpraktisch. Sehr cool. Doch, Kikli finde ich super. Bin mal gespannt, was das drauf hat. Ups, und den zweiten Topf machen wir auch gleich auf. Oh, ein rötliches Pokémon. Es ist ein Habitak. Ist Habitak rötlich? Nein, es ist ein Porenta, aber Porenta ist beim besten Willen auch nicht rötlich. Es tut mir leid, Game Freak, aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass Porenta in irgendeiner Form rötlich ist. So, dann setzen wir doch direkt wieder die nächste Zufallssuppe auf. Jo. Und hier können wir vielleicht gezielt irgendwas kochen, wenn wir... Was ist das hier? Regenbogenmaterial. Ah, die kann als Ersatz eingewendet werden. Na, dann kochen wir mal 5 Fossilien. Vielleicht kriegen wir dann Gesteins-Pokémon. Oder was ist das denn hier? Ein Duftpilz. Der ist eine weiche Zutat. Vielleicht, wenn man harte und weiche Zutaten kombiniert... Ups, nein. Ah, da merkt man schon wieder, wie das auf den Touchscreen ausgelegt ist. Dann kochen wir 5 Steine. Oh, guck mal. Die Zufallssuppe hier kocht 5 Runden lang. Krass. Gut, dann gehen wir mal ins Team und schauen, was wir hier anpassen können. Ich habe nämlich hier auch ein paar viele. Guck mal, da gibt es doch tatsächlich ein bisschen KP mehr dazu. 90. Ah, packen wir hier noch so ein 98 drauf. Wird schon passen. Und dann wechseln wir rüber zu Evoli. Das kriegt... Oh, guck mal, hier können wir den 50er durch den 107er austauschen. Das macht schon einen großen Unterschied. Und hier kommt ein 86er rein. Puh. Okay, die Leben sind tatsächlich... Ah, nee, das hier ist Grütze. Dann ersetzen wir das noch und schauen jetzt noch, was wir bei Relaxo machen können. Oh. Relaxo hat ja viele Optionen. Ja, ne? Ah, Moment, ich habe noch eine zweite Seite, aber auf der zweiten Seite ist nur Schmarren. Aber ich kann hier ja ein paar, guck mal, das hier, das ist so... Das sind Werte, die braucht man einfach nicht. Alles unter 90 würde ich generell mal wegkloppen, würde ich sagen. So. Also dafür... Oh, dafür kriegen wir Zutaten. Sehr cool. Und dann müsste unser Team soweit eigentlich kampfbereit sein. Ah, nee, ich kann doch trainieren. Lass mich mal noch mit Porenta trainieren. Also Porenta wegkloppen. Dass wir... Relaxo trainieren. Vielleicht... Mal packen wir Relaxo hier rein. Trainieren wir mit Porenta und... Oder trainiere ich Taubsi, weil so ein Tauboss wäre halt auch mega cool. Das kommt auf Level 11. Und wenn wir Kikli noch reinkloppen, kommt auf Level 12. Okay. Nee, das lohnt sich, glaube ich, nicht so. Dann machen wir das so.
Zack, voll weggekloppt. Finde ich super. Und jetzt können wir ab. Machen wir zuerst den rechten oder den linken Boss? Ich würde sagen, wir fangen mit dem linken Boss an. Das klingt nach einem Plan. Hier, dich im Klammhain. Haben wir ein Feuer-Pokémon dabei. Das heißt, es sollte nicht so schwer sein. Pokémänner gesichtet. Oh, ein Safcon. Oh nein, wir sind umzingelt von Raupis. Wie schrecklich. Ich habe mir überlegt, wie man das Spiel besser machen könnte, beziehungsweise was man da noch so anpassen könnte. Und ich fände es echt angenehm, wenn man Attacken ausstellen kann. Das heißt, dass ich jetzt das Spiel automatisch laufen lassen könnte, aber sagen könnte, hier, Vulpix, setz bitte keinen Brüller mehr ein, weil Brüller eine nutzlose Attacke ist. Das ist halt, oder das ist halt, dass ich sagen würde, Relaxo setz priorisiert den Gigastoß ein, dass es halt den Knuddler trotzdem noch einsetzt, aber eben öfter den Gigastoß. Sowas fände ich halt sehr cool. Oh, Evoli kriegt aber schon gut Schaden. Das finde ich gar nicht so geil. Da haben wir ein paar Hornhue und ein Kokuna. Aber generell, ich habe auch gesehen, dass das Spiel gar nicht so positiv aufgefasst wurde. Ich meine, klar, es ist so ein Gelegenheitsspiel. Kommt ja jetzt auch fürs Handy raus und so. Lässt mal halt so nebenbei laufen, ne? Ich habe jetzt auch die paar Level, die ich gegrindet habe, habe ich dann auch nebenbei gezockt und habe es einfach so auf automatisch durchlaufen lassen, ne? Aber ich meine, es ist kostenlos und man kann es auch ohne rein zu payen gut spielen. Es ist jetzt nicht irgendwie Pay to Win oder so oder 50 Lootboxen oder so. Ja, sondern es kann... Ich hoffe, es ringt gerade nicht zu arg in mein Mikrofon. Befinde mich immer noch in der Vorproduktion zu Rock im Park. Ich hoffe, dass ich... Huch, da hat es mir gerade die Tür zugehauen. Es fängt nämlich gerade ziemlich an zu winden und wir kriegen ein neues Kampfding. Blutzug! Ich hoffe, dass ich das hinkriege, das alles rechtzeitig zu rendern, bis wir losfahren. Ich bin gerade in ziemlichem Zeitdruck tatsächlich. Ich habe zwar dann genug Folgen, aber ich weiß nicht, ob ich die gerendert kriege. So, der Boss. Dann machen wir mal die Automatik aus. Bin mal gespannt, was der Boss ist. Ein Smetbo. Was ich mich frage, gibt es hier... Oh, Evoli ist gleich draufgegangen. Sehr gut. Gibt es hier nur Pokémon der ersten Generation? Das ist ja so, dass im neuen Pokémon-Spiel, also in Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, gibt es angeblich nur Pokémon der ersten Generation, beziehungsweise ein neues, wo auch schon die Gerüchte laut werden. Was könnte dieses neue Pokémon sein? Ist es tatsächlich Gorochu? Über Gorochu haben wir ja immer im Pokémon Rot Let's Play schon gequatscht. Das ist ja das, ursprünglich sollte es eine Weiterentwicklung von Pikachu sein. Ich weiß gar nicht, ob es eine alternative Weiterentwicklung zu Pikachu sein soll. Oder ob es eine Weiterentwicklung zu Raichu war. Auf jeden Fall wurde es ja aus balancing-technischen Gründen entfernt. Und ob das jetzt da, nachdem es veröffentlicht wurde, ob es veröffentlicht wurde, damit es wieder reinkommt, beziehungsweise weil es halt jetzt ins Spiel gebracht wurde, oder keine Ahnung, gibt es ja auch genug Gerüchte, aber ich würde sagen, warten wir lieber mal ab, spekulieren können wir viel. Evoli ist schon wieder draufgegangen. Meine Güte, Evoli, was kannst du eigentlich? Aber Smetbo ist besiegt. Yes! Und wir haben gerade eben wieder so ein Attackending gekriegt. Level 17 für Evoli, Level 16 für Relaxo, Level 18 für Vulpix. Ein Expansionsstein, Attackenausmaß plus 1. Keine Ahnung, was das bringt. Schalten wir was Neues frei. Ja, eine Statue des sanften Regens. Alle Pokémon erhalten jetzt bis Level 10 mehr Erfahrungspunkte. Wir haben eine weitere Statue entdeckt. Dabei ist die Statue des sanften Regens. Die Statue wurde in der Form von Quapsel gemeißelt. Angeblich kann Quapsel Regen hervorrufen. Wenn man um Regen bitten kann, hat man nie Wassersorgen.
Schalten wir doch direkt einen neuen Weg frei oder müssen wir... Nein, wir müssen tatsächlich beide machen. Hier in der Umgebung gibt es noch ein Gebiet, das erkundet werden kann. Wie wäre es, wenn wir dort mal vorbeischauen? Ja, tatsächlich fehlt da auch nur noch der Boss. Und wenn ich das gerade gesehen habe, ist dann unser Erkundungsbonus auch voll. Wir kriegen einen Streustein, einen zusätzlichen, der uns leider, ups, nicht sonderlich viel bringt. Im Moment zumindest. Angriffswert von 500 erreichen. Saftig. Nein! Ah! Okay, dann machen wir es beim nächsten Mal. Es waren eh nur von diesen Punkten. Und dann stellen wir uns direkt dem zweiten Bosskampf. Zwei Bosse in einer Folge. Das kriegt ihr auch nur auf meinem Kanal, Freunde. Das ist nur, weil ich meine Community so sehr liebe. Hashtag Community Liebe. Hashtag Herz. Hashtag vermutlich kriegt Wulfix hier ziemlich hart auf den Sack, weil es hier lauter Wasser-Pokémon sind. Hier gut. Oder erstmal, es wäre auch cool, wenn man einzelne Pokémon auf automatisch stellen könnte. Dass ich jetzt sage, Evoli macht alles automatisch. Ich steuere nur Relaxo und Wulfix. Das habe ich aus Versehen selbst Brüller eingesetzt. Das war nicht mein hellster Moment. Da knuddel Enturon kaputt. Und Evoli ist schon wieder fast down. Was macht das Vieh denn? Dabei habe ich dem doch extra die KP aufgewertet. Ich habe keine Ahnung, was Evoli da anstellt. Mehr Pokémänner gesichtet. Dann Giga-Stoß da mal rein. Relaxo ist so geil, wie es sich einfach im Sitzen fortbewegt. Es tut mir übrigens auch schrecklich leid, wenn die Thumbnails zu dem Let's Play eine Katastrophe sind, aber ich habe festgestellt, man kann hier so schlecht irgendwelche Screenshots machen, die man dann benutzen kann für Thumbnails. Das ist halt so der Nachteil, wenn man für jedes Projekt individuelle Thumbnails macht. Das ist halt, man ist halt auf Screenshots angewiesen. So, Evoli ist gerade ziemlich low. Also vom Skill her. Mehr Pokémon gesichtet, noch mehr. Repositioniert euch mal. Und dann sollten wir auch Quapuzzi hier einigermaßen. Habe ich Quapo gesagt vorher? Ich glaube, ich habe vorher Quapo gesagt. Das ist natürlich ein Quapuzzi. Absoluter Schwachsinn. Angriffswelle überstanden. Evoli ist zum Glück überhaupt nicht low. Das geht halt immer voll Rambo rein, gell? Keine Ahnung, was Evoli da anstellt. Aber jetzt lebt es halt immer noch, gell? Es ist... Ja, ja, vom Teufel spricht gleich, ist es wahrscheinlich besiegt. Aber noch... Und jetzt ist es... besiegt. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Aber es ist faszinierend, dass... Oh, hat Relaxo gerade eben oben irgendwas zerstört. Es ist faszinierend, dass Vulpix so wenig Schaden gekriegt hat bis jetzt. Ich meine, es ist ein Feuer-Pokémon gegen Wasser-Pokémon. Und da ist Evoli wieder. Rechtzeitig, um ein paar Erfahrungspunkte abzusahnen. Oh, der Boss. Was ist der Boss? Ein Quapo. Ja. Ich sehe genauso aus wie Quapuzzi, nur größer. Los, Relax und liebe es. Knuddel es kaputt. Am Anfang mal ein bisschen auf die AOE-Attacken, die ich habe. Die allen Pokémon ein bisschen Schaden machen. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel später recht viel gegrindet wird. Deswegen kann ich auch nicht versprechen, dass ich das. Dass es ein Let's Play wird, dass ich bis zum Schluss des Spiels mache. Weil ich eben. Ich weiß auch nicht, wie sich das dann eignet. Im Moment kann man das auch ganz gut machen, wenn ich zwischendurch ein, zwei Grinding-Sessions einlege und so. Dann seht ihr ja, kriegen wir die Bosse hier ganz gut hin. Auch in der angemessenen Zeit für ein Let's Play. So, könnt ihr euch jetzt bitte auf Quapo konzentrieren? Danke. Kriegt man das auch einigermaßen gut durch. Aber wenn ich halt später dann für jede Folge 3 Stunden Vor- und Nachbereitungsgrinding brauche,
Ah, weiß ich nicht. Oh, RIP Evoli. Schon wieder. Tun wir mal so, als würde es uns nicht wundern, dass Evoli gerade draufgegangen ist. Tun wir einfach mal so, als würde es uns nicht wundern. Aber zum Glück macht das Quappo auch keinen Schaden. Das wirkt nicht sonderlich stark auf mich. Ist halt ein bisschen tanky. Was ist mit Vulpix? Vulpix ist tot. Nee, keine Ahnung. Evoli ist schon wieder down. Also fast. Was macht das Vieh denn? Er ist unfassbar. Er ist unfassbar. Ich glaube, dem muss ich mal meine besten KP-Steine geben. Jetzt haben beide diesen komischen Status-Effekt. Dass die keine Attacken einsetzen können. Hier relaxe den Gigastoß mal weg und dann müsste Blut eigentlich reichen. Ja. Wundervoll. Zwei Bosse in einer Folge geschafft. Das heißt, wir sehen in der nächsten Folge neues Gebiet. Und kein einziges Level-Up. Für einen Boss? Okay. Härtestein mit automatischer KP-Heilung. Kraftstein mit 155 und 161er Härtestein. Heftig. Oh, außerdem ist doch Essen fertig. Die Statue des Wohlstands. Alle Pokémon bis Level 15 erhalten mehr Erfahrungspunkte. Wir haben eine weitere Statue gefunden. Das ist jetzt die dritte. Das ist die Statue des Wohlstands. Die Statue wurde in Form der Dodo gemeißelt. Es scheint, dass Dodos Vitalität mit erfolgreicher Erschließung und Wohlstand in Verbindung gebracht wurde. Erkundung zu dieser Umgebung scheint abgeschlossen zu sein. Suche nach neuen Gebieten wird gestartet. Währenddessen werden Informationen zum Legendenreich abgerufen. Nachforschungen zum Legendenreich erfolgreich. Es heißt, dass es sich um einen Ort tief im Inneren der Insel handelt, der noch nie zuvor betreten wurde. Piep, piep, tut, tut, klick, klick. Was ist los, Pokebi? Die Statuen sind der Schlüssel zum Legendenreich. Wenn du die vielen Statuen der Insel sammelst, werden sie dich zum Legendenreich führen. I am Error. I am Confusion. Und wir haben ein neues Gebiet 2400 freigeschaltet. Und noch eins mit 2005. Drei! Drei Gebiete! Das ist aber gut, weil es dann nicht langweilig wird. Route zu neuen Gebieten entdeckt, dringen wir weiter ins Innere vor. Das ist gut, weil es dann nicht langweilig wird, weil wir uns zwischen den Gebieten immer abwechseln können. Das finde ich super. Und die Insel ist ja auch gar nicht so groß tatsächlich, sehe ich gerade. Was macht der Entdeckungsbonus hier? Der ist jetzt voll. Keine Ahnung. Freunde, dann würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge mal alle drei neuen Gebiete an, oder? Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.